So, die nächste Runde heißt Endloser Wahnsinn. Und mal gucken, ob wir diesmal einen Käse bekommen. So. 59 Steinchen. Tja, wollen wir mal sehen. So, das hier geht noch einfach. Hallo? Starker Start. So. Achtmal Telekinese? Was? Okay, warum? Ach so, ich muss gegen die Laufrichtung von den Klebedingern. Ich habe hier nur so ein Holzteil und muss wahrscheinlich noch aufpassen, dass das nicht verbrennt. Okay, das heißt, ich muss hier hinspringen, möglichst hoch. Wie kriege ich das denn hin? Ja, probieren wir unser Glück. So. So, dass das nicht verbrennt. Okay. So, dass das nicht verbrennt. Okay, es scheint nicht zu verbrennen. Ich muss es mir trotzdem holen. Sonst verbrennt es gleich, wenn das runtergeht. Also. So. Das klappt so nicht. Vielleicht so. Möglichst hoch, also dass ich es auch noch erwische. Und nun? Wo komme ich denn da noch hin? So, ha? Oder komme ich direkt durch? Haha, sehr schön. Okay, dann geht's weiter. Noch eine Telekinese. Was ist hier? Ist dahinter noch was? Nee. Nee. Okay. Was muss ich tun? Hier ist ein Kleber. Ich sehe nicht genug. Ja, dann gehe ich doch einfach mal davon aus, dass ich den hier draufklebe. Und dann fahre ich mal eine Runde. Oh, Säure? Nee, das reicht nicht. Okay. Da ist noch eine Telekinese. Da oben gehen Teile kaputt. Oh, eine Säge. Ah, da muss ich runter. Okay, da muss ich nach links. Schnell genug springen. So. Muss ich mir das holen? Wahrscheinlich brauche ich die Telekinese auch. So, hm? Dass ich da oben noch an den Stein komme. Ja. Okay. Checkpoint. Da unten geht's ins Säurebad. Hier liegen drei Teile. Ich muss doch einfach nur hier drauf und mir die holen. Ach, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich muss das irgendwie unten dran kleben. Okay, und dann fahre ich da lang. Ja, probiere ich es erstmal. Also. So. Jetzt relativ tief. Also so vielleicht. Komme ich da oben lang? Komme ich drunter durch? Ja. Oh, jetzt ist die Frage, ob ich da unten lang komme. Das scheint mir ein bisschen tief zu sein. Das heißt, ich muss es ein bisschen höher machen und hoffen, dass ich oben lang komme.
So. Ja. Gut. Stopp. Was mache ich mit den beiden? Hier ist ein Säurebad. Ich werde hier einfach runterfallen. Ach so, vielleicht brauche ich die beiden hier als Stütze. Geht das irgendwie so? Ja, probieren wir es aus. Ich weiß es ja nicht. Also so. Mal gucken. Ich habe noch einmal Telekinese. Da geht es auch nach oben. Aha, da ist der Käse. Sehr gut. So, jetzt bin ich aber hier verratzt. Nee, bin ich nicht. Oh, habe ich Glück gehabt. Yay! Okay, weiter geht's. Oh, stopp! Boah. Ah ja, gut. Immerhin ein Checkpoint. Okay, hier ist Öl. Das heißt, ich kriege keine Geschwindigkeit. Ich muss mir die holen. So, was ist denn das? Ach, herrje. Wie geht denn das? Kann ich da einfach so drüber springen, über solche Dinger, über die Räder? Probiere ich mal. Also, nee, so nicht. Ja, ja. Ich möchte gerne da drauf. Schwung holen, springen, sehr gut. So, und jetzt? Kann ich nicht... Boah, wie soll denn das gehen? Ah, von hinten reingelaufen, sehr gut. Sehr gut. So. Stelle ich mich mal hier hin. Kann ich denn nicht... Okay, das scheint nicht zu gehen. Ich habe noch einmal Telekinese, sehe ich gerade. Nützt mir das was? Wahrscheinlich nicht. Das ist wieder der Geschicklichkeitsteil. Da werde ich wieder fantastisch versagen. Also, was war denn meine Idee? Meine Idee ist, ich möchte gerne nicht auf die Trampoline. Also so. Und dann einfach rüberspringen. Das Rad kriegt mich doch da nicht, wenn ich jetzt hier links einen weiter bin. Ja, ich wollte da nicht drauf. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Also diesmal ist es doppelt doof. Ich kann es nicht, nur nicht. Ich habe auch noch keine Idee. So. Doch, so. Und jetzt einfach drüber springen. Aus dem Stand. Sehr gut. Okay. So, jetzt hier brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Schwung. Yay. Yeah. Okay, Moment. Moment. Okay, da muss ich da drauf. Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Doch, da. Nee, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Okay, da komme ich auch so drüber. Denke ich. Oh. So, und jetzt? Mit ein bisschen Schwung. Gut. Und noch eins. Boah, schwierig. Wo springe ich denn da? Huhuhuhuhu. Yay, Checkpoint. Sehr gut. So, wie geht's denn hier weiter? Da muss ich ständig springen, oder? Oh Mann.
Okay. Okay, 52 von 59. Schwung holen. Wie schade. Also nochmal. Ne, gleich zu weit. Ach, das mit dem Öl ist aber auch nervig. Ne. Boah, 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 boah. So, jetzt erstmal die alle einsammeln und dann ab geht die Party. Nein, 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 da hinten wäre schon wieder Ende gewesen. So, also hier waren wir ja schon ein paar Mal. Nein, so, ganz ruhig. Boah, gerade so. Lass es bitte ein Checkpoint sein. Sehr gut. Okay, 56 von 59. Viermal Telekin. Ach, du Himmel. Da sind die letzten drei Steine. Schön. Was geht denn ab? Was muss ich denn hier machen? Das Ding fährt da lang. Ach so. Ich habe ein Metall und ein Holzteil. Ja, ich kann dahin telekinetisieren. Das heißt, ich muss mir hier unten und oben einen Schutz bauen. Also, die Idee ist folgende. So, stopp. Baue ich mir hier einen Schutz, dann komme ich ja unten gegen das Feuer und das Holzteil hält mich oben gegen die Blitze. Yay. So, einmal schön geklappt. Aber jetzt, wie denn jetzt? Was muss ich denn tun? Stopp. Das Holz muss nach hier und das Ding muss nach da. Ach so, schräg wahrscheinlich. Also so. Und so. Hält mich das. Ja, es hält. Wie? Was? Ach so, habe ich noch einen Stromschlag gekriegt. Na, perfekt. Okay, aber so kann es gehen, wenn ich es richtig baue. Also, noch ein Versuch. So, den hier möchte ich gerne auch noch haben. So. Also, das hat ja eben funktioniert. Hä? Was mache ich denn? Hä? Was mache ich denn? Was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Also ich setze das hier hin. Ach so, ich muss aufpassen, dass das Holz direkt da drüber ist, ne? So. Gerade so, okay. Das Holz muss mir natürlich das komplett ermöglichen. Okay, also erstmal so. Was ist denn das Schwierigere? Wahrscheinlich das Holzteil. Also so. Das Holzteil muss das komplett abschirmen, richtig? Also so. Nee, muss es nicht. Sonst brennt es nämlich.
Boah, schwierig. Also der Plan ist gut, nur die Umsetzung ist scheiße. Auf ein neues. Krass. So, also. So möchte ich es versuchen. Gut. 1 von 3. Und jetzt muss ich den hier umbauen. Also, ich baue... Wahrscheinlich muss ich es echt genau identisch bauen. Also so. So. Reicht das? Was meint ihr? Wir probieren's. Nein, es reicht wieder nicht. Ich habe noch 2x Telekinese. Muss ich das anders machen? Boah. Muss es eigentlich nur symmetrisch machen, oder? Eigentlich nur. Also so. Und so. Stimmt das oder muss ich das noch ein... So funktioniert's. Boah, gerade so. Gibt's doch nicht! Das ist aber wirklich ärgerlich jetzt. Ist mal fast fertig mit dem Level. Aber es war trotzdem zu doof. Habe ich einen Knick in der Optik? Muss es so? Oder kann ich es nicht einfach tiefer machen dann? Ich weiß es nicht mehr. Vollkommen verunsichert. Ah, jetzt hat es mal wieder geklappt. So. Das heißt, ich habe aber trotzdem multiple Schmerzen mit dem anderen. Also. So. Und... Ja, wie denn? So? Ja. Okay, sehr schön. So, hier muss ich es wieder umbauen, dass es noch einmal klappt. Tja, jetzt wird spannend. Also, hier das Holz hin. Und so würde ich sagen, müsste es passen. Oder ist es verkehrt? Wir probieren es aus. Ach, jetzt ist es ja auch egal, weil ich ja nicht auf dem Metallding stehe. Na, zu viel Gedanken gemacht. So, jetzt sterbe ich wahrscheinlich hier beim Abgang. Yay! Oh Mann, und wir haben eine Käse bekommen. Ist ja unglaublich.